Und schon die ersten CT-Bilder des vermeintlichen Selbstmörders weisen eine Besonderheit auf. Sie zeigen die Lage der Totenflecken. Diese bilden sich, wenn das Blut nicht mehr zirkuliert und deswegen absackt. In diesem Fall lassen sie nur einen Schluss zu. Und dann hat er auf dem Rücken gelegen. Er hat auf dem Rücken gelegen. So, und da kommt der Kriminalist. Was sagt er? Totenflecken am Rücken, aber er hängt. Ja, das ist komisch, oder? Ja.